Hallöle Leute und herzlich willkommen hier zurück bei Lufia. Wir sind auf der Suche nach Gades, der sich hier irgendwo im Ahnenturm versteckt haben soll. So, und der bewegt sich irgendwie zusammen mit mir nach oben und nach unten. Aber nur... Ne, hier bewegt er sich auch außerhalb des Teppichs. Das ist irgendwie ein bisschen strange. So. Danke. Mach's gut. So, ich hatte ja schon die Vermutung gehabt, dass wir den netten Herren Kollegen einfach einsperren müssen. Und ich hatte recht, wie man sehen kann. Ah, das war jetzt dumm. So. Ach so. Ach so. Ja, gut. Dann muss ich das ein bisschen anders machen. Dann muss ich das Ding hier unten hinschieben. So. Und dann muss ich die falsche Taste drücken. Und dann muss ich eine Bombe hinlegen, obwohl ich eigentlich den Haken haben will. So, ich hoffe übrigens, dass wir hier den falschen Weg gehen, aber ich befürchte, dass wir hier den richtigen Weg gehen. Ihr wisst ja, dass ich eigentlich immer erst alles erkunden möchte, aber aus irgendeinem Grund klappt das hier viel zu gut mit dem Vorankommen. So, und apropos klappen mit dem Vorankommen, wir müssen hier mal ein bisschen wieder heilen. Okay, eine Schnecke haben wir hier. Snelly und Königsfrosch. Okay. Machen wir mal Bomber. Und, ja, greift ihr einfach mal an. Lizzie wird ab. Das war schon gar nicht so schlecht. Das war auch ziemlich gut. Das ist auch sehr in Ordnung. Wow, wie schnell kann ein fetter Frosch sein? Antwort: Königsfrosch. Und weg mit dir, mein Freund. Gut, das waren die Herrschaften. Und wenn ich es richtig gesehen habe, müsste Guy bald ein Level-Up haben. Das fände ich natürlich äußerst schön. Okay. Ah ja, hier gehen dann die Stacheln runter. Und da drüben gibt es auch was mit der Bombe zum Kaputtkloppen. Moment, mache ich einfach wieder Bomber. So, so schnell geht's. Und Guy hat sein Level up. Wunderbar. Bomber. Und weg mit dir. Und da haben wir unser Level up. Sehr schön. Und noch ein paar Erdwiepern. So, mein Freund. Abmarsch mit dir. Supi. Dann legen wir mal Bomben und gucken, dass ich mal wieder die falsche Taste drücke. Ich weiß nicht, irgendwie denke ich, dass es... Okay, dunkle und eine helle. Und hier... Ach, guck mal. Interessant. Da kommt man nicht durch. Wahrscheinlich ist das eine Fake-Tür. Interessant. Naja gut, der Kürbis ist hinüber. Ich gucke trotzdem erstmal auf der rechten Seite. Hier kommt man durch. Lass dich nicht verwirren. Die richtige Tür sieht aus wie die zuvor. Du kannst dich nicht irren. Okay. Hat sich ja gelohnt, nochmal nachzugucken, wenn man das Rätsel eigentlich schon gelöst hat. Na gut. Halb so wild. Und da kommt man wirklich überhaupt nicht durch. Bomber und zweimal auf die Königsfrösche. Und dann war es das schon. Ich glaube, wir waren gerade eigentlich verwirrt, aber halb so wild, wie man sehen kann. Und diese Schlangen, dass die sich immer noch rechtzeitig rumdrehen können. Die alten Drecksäcke. So, weg mit euch. Und Lizzie hat ein Level up. Eigentlich würde ich, glaube ich, gerne Bailey mal wieder benutzen. Ja. Einfach Angriff. Das wird schon werden. So. Aber Lizzie ist jetzt halt schon mal so sehr trainiert. Wisst ihr, was ich meine? So, das war's. Ja, nein, ich glaube, wir sollten mal wechseln.
So, nicht auf Nele, sondern auf Bailey. Bailey, die Flügelechse. Ach so, okay, ja. Ziemlich klar, dieses Rätsel, meiner Meinung nach. Okay, da muss man ganz viel kämpfen. Hier kann man nach oben. Okay. Ja, das kriegen wir schon alles hin. Das kriegen wir schon alles hin. Ich will erstmal die ganzen Schatzkisten hier erbeuten. Und das Vieh dreht sich rum. Überraschungsangriff. Hurra. So, weg damit. Das war knapp. Das war verdammt scheiße knapp. Hollololololol. 3 Lebenspunkte noch. So. Wunderbar. Und wieder in die gerade rechtzeitig rumgedreht. Das gibt's doch hier nicht. Noch eine Erdfieber gerufen. So, nur mehr Erfahrungspunkte für uns. Ein Muskelring. Okay. Na komm her, mein Freund. Zu viele. Bomber. Wasserfontäne geht auch nur. Stimmt ja. So, weg damit. Bailey hat schön mitgeholfen. Und bekommt dafür auch ein Level-Up spendiert. Ein Schutzring. So. Ah, ich hätte den Königsfrosch als erstes erledigen sollen. Naja. Sei es drum. Ein Kürbisjuwel. Mhm. Komm, euch nehme ich jetzt aber an. Oh, du bist nur alleine, Schnecke. Das ist aber traurig. Gut, dass du erlöst bist. Musst du nicht mehr einsam sein. So, weg mit euch. Au, die gingen alle auf Guy. Wie viel Kraftwasser habe ich eigentlich noch? Noch 18 Stück. So. Kann ich auch mal ein paar verwenden. Gut, jetzt ist die Frage, gehe ich erstmal nach draußen oder gehe ich hier erstmal nach rechts? Fragen über Fragen, zu denen ich selbst leider keine Antwort habe. Haben wir hier? Todeskutte. Okay. Seid ihr gut? Okay, das trifft schon mal gar nicht. Das zieht kaum was ab. Das macht ordentlich Damage. Das nicht so wirklich. Okay, wir müssen also alle angreifen, damit wir eine down kriegen. Weil DK und ich einfach nicht effektiv sind gegen die Viecher. Das ist unschön. Aber das kriegen wir schon hin. So stark scheint ihr nicht zu sein. So, weg damit und Level up für DK. Ein Phaisa-Schild. Ist das gut? Hat das irgendjemand Phaisa-Schild? Da. Ja, das ist gut. Nehmen wir das doch einfach mal mit. So, einmal Froschel. So, aber Fressen gibt's. Und du kriegst auch auf die Fressen. Und Guy hat fast ein Level Up. Das ist sehr schön. Warum solche komischen eine Gruselfliege? Ach so, das ist ein ganz neuer Gegner gewesen. Also Radfratz kennen wir ja schon, aber Gruselfliegen haben wir bisher, glaube ich, noch nicht gesehen. Aber wie wir festgestellt haben, das hier bringt uns einfach so überhaupt gar nichts. Das ist ein bisschen blöd, aber... Na gut, dann sei es drum. Dann wissen wir jetzt wenigstens, dass das da nur der schnellere Rückweg ist. Wobei das hier jetzt auch nicht so viel länger aussieht, wenn ich ganz ehrlich bin. So, dann wollen wir mal hier reinschauen. Gehen einfach mal durch. Okay. Ich dachte jetzt, wir würden irgendwie direkt... Was haben wir hier? Ein Wirbler. Okay, mach's gut, Wirbler. Ich habe das Gefühl, der Wirbler ist leider nicht sehr effektiv. Auf unseren Nervendolch. Ach man, immer diese falsche Taste. Immer diese Bombe. So, jetzt sind wir in dem Raum. Wow, und jetzt würde es sich lohnen, wieder zurückzugehen. Naja, mal gucken. Mal gucken, ob wir das nicht noch irgendwie anders machen können. Ein einzelner Killerkürbis. Mach's gut, mein Freund.
Okay, die Seite haben wir also erledigt. Dann gucken wir doch mal auf der Seite. Ne, Erdviper? Macht's gut, Freunde. Noch eine Snelly. Mit einem Königsfrosch. Okay, alle Monster besiegen war hier... Ach, verdammte Scheiße. Immer diese Überraschungsangriffe hier. Und Guy muss mal wieder geheilt werden. Gut, dann machen wir das. Ich finde es leider schade, dass wir immer noch in der untersten Etage... Ein Schlüssel! Gut, dass wir hier waren. Dass wir immer noch in der untersten Etage was nicht gemacht haben. Weil ich mir dachte, ja, gehen wir erstmal das Kompliziertere. So. Und ein Heilsirup. Okay, Heilsirup ist sehr gut. Heilsirup nehme ich mir gerne mit. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass man, wenn man den anderen Weg gegangen wäre, hier eine Etage tiefer gelandet wäre. Also da unten. Und dass man da dann nicht weitergekommen wäre. Wisst ihr, wie ich meine? Das halte ich für eine relativ wahrscheinliche Möglichkeit. Aber ich weiß es natürlich nicht, ne? So, dann einmal nach oben. Den haben wir schon mal besiegt. Das brauchen wir nicht. Dich brauchen wir theoretisch auch nicht. Aber an dir komme ich sonst nicht vorbei. Viermal die Gruselfliege. So, zweimal die Gruselfliege. Keinmal die Gruselfliege. Wunderbar, dann haben wir das jetzt auch alles. Die Außenleiter wurde ausgefahren. Die Außenleiter wurde eingefahren. Die Außenleiter wurde ausgefahren. Fünfmal getroffen vom Schwert ist der blaue Wächter nichts mehr wert. Okay. So viel dazu. Also meine Vermutung ist direkt ad absurdum geführt worden. So. Bailey ist geflüchtet. Schade. Bailey soll doch ein paar Lebenspunkte bekommen. So. Sehr schön. Da hätten wir das. Um dich kümmern wir uns nicht, mein Freund. Wir gehen hier nach unten. Ja, hallo, Toro. Du möchtest hier unbedingt angerannt kommen, hä? Ja, okay, das hier ist nicht besonders schwer, oder? Wenn das so offensichtlich ist, wie es ausschaut, ja. Dann ist es keine komplizierte Aufgabe. Hier geht's einfach nach oben. Gut. Ach da, der blaue Wächter. Gut, reicht also nicht. Das müssen wir hier alles noch platt machen. Hast du die Tafel zuvor gelesen, sind die Wächter die längste Zeit gewesen. Ja, super. Eine Tafel fehlt mir. Wahrscheinlich ganz unten. Hä, das war wahrscheinlich unten. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Und... 1, 2, 3. Scheiße. Jetzt muss ich echt noch bis ganz nach draußen? Das kotzt mich ja jetzt an. Das kotzt mich ja jetzt richtig an. Dann mache ich die Viecher gleich platt. Tja, was nicht sein soll, soll nicht sein, ne? Ach, man landet... Ach ja, ich habe Ursprung eingesetzt. Ich wollte doch Flucht machen. Tasche. Flucht. Na, das kotzt mich ja jetzt an, Freunde. Na gut. Dann ist es eben so. Ja, wow. Schlage das Schwert dreimal auf den roten Wächter und das Leben wird gerechter. Ich hätte speichern sollen, ne? Hätte ich gespeichert, wäre das jetzt alles schneller gegangen. Scheibenkleister. So, das klappt so nicht, ne? Scheibenkleister, nochmal. Scheibenkleister, die zweite. Ich hätte einfach ein Safe State oben machen müssen, hätte mich runter teleportiert und dann hätte ich die scheiß Tafel lesen können. Ach, was nicht sein soll, soll nicht sein. Ach, man muss das wirklich direkt in der Mitte schieben. Das ist ja doof. So, beeilen wir uns ein bisschen. So,
Naja, natürlich, natürlich, meine Freunde. Hm, Toro, Toro. Abmarsch. Und alle gehen auf Guy. Jetzt habe ich Ursprung eingesetzt und der Toro ist wieder da. Ah, oh, das ist so nervig, das Ursprung. Hau ab, Ursprung. Ich will Ursprung gar nicht über das Menü hier einsetzen. Das ist nicht zweckgemäß, meiner Meinung nach. So. Toro, Toro. Ach, jetzt geht komplett auf Olli. Was ist denn das mit diesen Viechern? Ach, die musste ich sowieso alle besiegen. So, das waren unsere magischen Punkte. War schön, solange sie da waren. Auch das hätte ich mir sparen können. Muss der Kürbis hier wieder irgendwie gefangen genommen werden? So. Gut, jetzt ist es fast so, als hätte ich heute die Folge hier angefangen. Ist das nicht toll? Nur, dass ich alle Rätsel schon gelöst habe. Hat was, oder? Alle Rätsel schon zu kennen? Naja, wir können ja zum Glück gleich eine Abkürzung nehmen. Ganz so schlimm ist es nicht. So. Du interessierst mich nicht. Du interessierst mich auch nicht. Oh, dann noch einmal nach oben und dann haben wir es ja auch schon fast geschafft. Ach, jetzt muss ich das hier alles wieder... Dass die Sachen nicht kaputt bleiben können. Dass ich in der lauter Aufregung immer alles... Immer wieder die falschen Tasten benutzen muss. Ja, muss. Ihr habt richtig gehört. Das ist vertraglich abgesichert. Natürlich. Natürlich drehst du dich um. Du alter Drecksack. Und Bailey hat gerade Feuersturm erlernt. Schönes Ding. Natürlich. Toro, Toro. Und Bailey ist abgehauen. Naja. Naja. Wenn die Maus nicht will, dann will die Maus nicht, ne? So, nu aber. Fast wieder da. Und jetzt können wir dann auch gleich das blöde Rätsel lösen. Ach, natürlich hat sich das Ding wieder eingezogen. Na klar, das wäre ja auch zu einfach, wenn nicht. Und jetzt muss ich hier wieder alles besiegen. Meine ist zwar nicht viel, aber dennoch. Auf die Schnauze für euch, Leute. So, das war gar nicht hier. Hier war der Schlüssel. Ich bin dämlich. Es tut mir leid. Ich muss ja hier nach rechts rüber. Hier wieder durch. So, hi, Mr. Wirbler. Ja, du drehst dich natürlich auch wieder um. Moment. So ist es, glaube ich, besser. Und Bailey ist schon wieder geflüchtet, obwohl wir gewonnen haben. Das ist manchmal ein bisschen komisch mit ihr. Dass sie so gar keine Lust hat, in den Kämpfen zu bleiben. Oh nein, das ist auch wieder... Oh. Ich hätte nicht rausgehen sollen. Das ist ja viel schlimmer als alles andere. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was uns passieren konnte, dass jetzt alles nochmal neu gemacht werden muss. Ich meine, schön fürs Leveln, aber ganz ehrlich, es geht mir ein bisschen auf den Keks. Nur weil du eine von den Tafeln vergessen hast und dann zu faul bist, den ganzen Weg manuell runterzulaufen, hast du jetzt trotzdem die dreifache Arbeit. Hey. Na fein. Radfratz und Chaosbiene, weg mit euch. So, da haben wir's. Und jetzt will ich hier keinen Mucken mehr hören. Ich hab gesagt, keinen Mucken mehr hören. Oh, Feuersturm war gut. Sehr schön. Mag ich sehr. Du möchtest auch nochmal, natürlich, wenn du möchtest, dann komm mal dran, Junge. So. Oh, Kraftwasser alle, passiert. Wir brauchen echt so ein Heilungsapparat. Oh ja, jetzt ist dieser Toro da noch hinter. Weg mit dir, Junge.
verpiel nicht den ganzen Tag Zeit. Ich will heute noch Gardas besiegen. Was, glaube ich, sowieso schon nichts mehr wird, wenn ich so auf die Uhr gucke, wenn ich die Folge nicht ein bisschen länger mache. So, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Wenigstens das. Die Tür ist offen. Und jetzt können wir uns hier um den Rest kümmern, ohne großartig Angst haben zu müssen. Außer Bailey natürlich. Bailey hat riesige Angst. So, Todeskutte, Todeskutte. So. Da haben wir noch mehr Chaosbienen. Und Radfratz. So. Wunderbar. Noch irgendwas Gegnerisches? Nee, ne? Das war schon alles. Guti. Dann wollen wir mal. Dann ist es wohl soweit. Oh, doch noch nicht ganz. Moment. Ich hätte echt gedacht, es wäre schon soweit. Baby haut wieder ab. Keine Worte dafür. Dies ist ein Rennen. Erreicht ein Monster deinen Warp, kannst du flennen. Erreicht ein Monster vor dir einen anderen Warp, bläst es dich fort. Bist du an deinem Warp nicht zur rechten Zeit, kommst du nicht weit. Nimm dem Pfeil den Spitzen, bringst du die Gegner ins Schwitzen. Ach ja, Pfeil für das Rätsel gibt es ja auch noch. Ja, und die Todesrüste, die Todeskutte ist wieder da. Schnauze, Todeskutte. Stark. Stark. So, und jetzt müssen wir gucken. Wir müssen jetzt schauen, für was wir uns entscheiden. Hier haben wir einen Ghoul. Hier haben wir ein Skelett, was ich teleportieren kann. Und hier oben haben wir eine Medusa. Mit dem Skelett brauchst du natürlich Glück. Wenn sich das teleportieren kann, dann ist alles chillig, aber... Ach, so schnell geht's. Guck mal. Ich habe jetzt echt gedacht, das wird Jahre dauern, bis wir hier mit fertig wären. Weil das kann teilweise wirklich lang dauern. Der Außenkorridor ist heruntergefahren. So soll es sein. Aber heute hatten wir Glück. Die erste Teleportation ging direkt ins Schwarze. Weil sonst musst du wirklich immer abwägen, was benutzt du. Dann wirst du wieder zurückgesetzt, wenn irgendein anderes Monster da ist. Und heute... Ich glaube, das ist so die minimale Entschädigung dafür gewesen, wie kacke das gerade gelaufen ist mit dem blöden Rätsel mit den Statuen. So, und stellt euch vor, wir hätten jetzt den Schlüssel nicht mehr, weil der auch wieder zurückgesetzt wurde. Mann, würde ich fluchen. Würde ich fluchen, das könnt ihr aber wissen. Hallo, Gardas. Gardas. Ihr schon wieder. Ihr wollt wohl nicht aufgeben, oder? Nimm dich in Acht. Was soll dieser zwecklose Widerstand? Ihr braucht nur vor mir niederzuknien und ich lasse euch leben. Sonst hast du keine Probleme, oder? Niederknien, du Träumer. Hey, komm nur her, du arbeitige Fratze des Bösen. Jetzt reicht es. Bereitet euch auf euer Ende vor. Ich bereite. Keine Sorge. So, haben wir nicht... Ja, du hast Furie. Und ich weiß, dass Guy eine Donneraxt hat. Deswegen, Guy kriegt die Furie mit und setzt direkt mal Donnerkugel ein auf Gardas. Das wird richtig wehtun. Was macht der Vitaminpfeil? Kampfkraft und füllt KP um 50% auf. Das ist, glaube ich, eine gar nicht so schlechte Sache. Dika setzt einmal bitte Blitz ein. Probieren wir es mal. Bailey kriegt direkt eine ins Gesicht und haut ab. Gut, schade. Sehr schade. So, aber 419, das ist schon nicht schlecht, wenn auch nicht so gut, wie es vielleicht hätte sein können, aber schon nicht schlecht. So, Kraftzug, die Angriffskraft, Tempo, na, ich probiere es einfach mal mit einem normalen Angriff bei ihm. Du kannst nur normal angreifen und vielleicht probieren wir es bei dir mit einer Wasserfontäne. Ich weiß nicht, wie stark Wasserattacken sind. Oh, normaler Angriff geht auch.
Okay, Wasserattacken sind auch in Ordnung. Jetzt nicht sonderlich geil, aber auch nicht besonders schlecht. So, einmal das, einmal Angriff und ein zweites Mal. Nö. Du hast nochmal blitzfrei. Das zieht nicht viel weniger ab. Mach lieber das. Ach ja, Gades, Gades, Gades. Ich habe mich übrigens nochmal über das Gades-Schwert informiert und es ist gar nicht mal so gut. Es hat wohl nur eine Angriffskraft von 200. Und in einem Abschnitt des Spiels, der gar nicht mal mehr so lange dauert, bis wir da sind, haben wir die Möglichkeit, Schwerter zu finden, die bis 430 Damage machen. Also dementsprechend mache ich mir da so überhaupt keine Gedanken, muss ich ganz ehrlich eingestehen. Nein, ich bin geflüchtet. Also ich wollte flüchten. Das war ja jetzt ungeil. Ja, kann ich fliehen, danke. Und ich habe eine Runde kaputt gemacht. Das hat sich ja gelohnt. Du hast leider das Ding immer noch nicht frei. Du kannst mal wieder Blitz machen. So, da kommt ein zweiter Zerstörer. Der wird wehtun. Ich glaube, Guy muss in der nächsten Runde leider einmal aussetzen und die Camo-Rüstung benutzen. Auch wenn es sehr schade ist, weil ich die Zornpunkte eigentlich bräuchte. Aber da führt wohl kein Weg dran vorbei. Du musst stark auf dich selber machen und du... Ja, jetzt hat es leider wieder frei, aber wir müssen die Camo-Rüstung einsetzen. Ich hoffe, Olli überlebt den Angriff. Schade. Naja, dann geht's auch ohne ihn. Oder auch nicht. Mach du nochmal das und du musst einen Heilsirup einsetzen. Ich habe nicht so viel davon, aber es... Ja, jetzt dieser ganze Zerstörer. Das zieht halt immer fast das Dreifache ab. Ein Angriff macht 70 und das macht 3x50 so ungefähr. Bei Deka ein bisschen weniger, aber dennoch, ihr wisst, was ich meine. Nicht schön. So. Mach du doch ruhig nochmal Furie. Verwüstung. Hä? Also ich meine, das hat gut Zornpunkte gegeben, aber... Ich befürchte, dass Guy nicht dazu kommen wird, diese Zornpunkte ordentlich einzusetzen, wenn er jetzt direkt noch die nächste Attacke abbekommt. Weil wir halt alle langsam sind. Zerstörer. Ja, das war's mit Guy. Guy lebt noch. Guy lebt noch. Und Gades lebt leider auch noch. Und er lebt immer noch. Und das belastet mich ganz schön, dass der Typ immer noch lebt. Wir einfach keine andere benutzen, meinen Krafttrank auf Guy. So. Oh Mann. Da kommt der Krafttrank. Wunderbar. So viel Zieler ist das jetzt auch nicht. Stark. Angriff. Angriff. Tja, jetzt lasse ich ihn aber tot. So viele Heilsirup habe ich nicht. Und so nützlich ist er nicht, als dass es das rechtfertigen würde. Schade. Hätte ja sein können. Das war's. Mach's gut, Gades, alter Freund. Naja, oder vielmehr alter Pisser. Guy bekommt ein Level Up. Sein. Sterbliche können nicht über so viel Kraft verfügen. Der Korridor. Oh nein. Wenn die Insel nun versinkt, werde ich jeden in Pandoria mitnehmen.
Olli! Diese Stimme, kann das... Tia, Selan, warum seid ihr hierher gekommen? Ich hab mir Sorgen um dich gemacht. Selan, warum hast du sie denn nicht aufgehalten? Ich hab mir auch Sorgen gemacht. Wir müssen hier raus. Was ist mit dir? Gades hat den Knopf gedrückt. Irgendwas hier hat mit dem Versinken der Insel zu tun. Ich muss rausfinden, was es ist. Ich komm mit. Das wird nicht gehen. Rettet euch, solange die Zeit noch ist. Nein, ich kann dich hier nicht zurücklassen. Tia, jetzt geh endlich. Nein. Tia. Wir gehen, Tia. Soll Olli wirklich für Pandoria sterben? Im Moment können wir nichts ausrichten. Er wird's schon schaffen. Aber Olli wird es schaffen. Hoffentlich. Ich werde in Pandoria auf ihn warten. In Pandoria. Ja, Olli wird das schon richten. Selan, lass uns gehen. Ja. Also raus hier. Olli, ich warte auf dich. Wenigstens sind die in Sicherheit. Hallo, Todesrüstung. Todeskutte. Nichts da. Ich habe Besseres zu tun. Wobei ich vielleicht erstmal... Das ist keine mehr. Pfeile stechen die Blauen sehr. Okay. Okay. Ach so, wahrscheinlich muss ich mir angucken, wie es oben aussieht, ne? So, unten ist einer. Muss ich jetzt echt wieder Ursprung einsetzen? Wie jetzt? Ach so, das ist alles falsch eingefärbt. Muss ich alles einfach nur so? Ah ja, okay, gut. So. Pfeile stechen die Blauen sehr, heißt es. Okay, das bringt mir nichts. Warum bringt mir das nichts? Er hat doch gesagt, Pfeile stechen die Blauen sehr. Oder muss ich das hier machen? Oder bin ich einfach zur falschen Zeit hier? Oh Mann, Leute. Ich glaube, die Rettung von Pandoria ist eher was für die nächste Folge. Okay, keine Ahnung. Tja, ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir mal schauen, dass wir die Insel vorm Versinken retten. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!